was hier alles gemacht wird. Ne? Was machen die hier? Guck mal, die sind da im Graben. Das ist Gras. Wie heißt das? Gras schneiden. Ja. Gras schneiden. Das bin ich, Christian. 7 Tage will ich in Auschwitz arbeiten, um zu verstehen, was das ist. Schuld. Schuld haben. Und davon handelt dieser Film. Warum musst du so früh hier hingehen? Ich muss das machen. Also, es ist besser, dass alle solche Arbeiten machen, wenn es nicht so viele Touristen ist. Wenn sie machen viele Fotos und... Für mich gibt es keinen anderen Ort auf der Welt, der so wie Auschwitz für das Wort Schuld steht. Das hat die Schule mir so weitergereicht. Richtig umgehen damit kann ich bis heute nicht. Vielleicht, weil die Schuld nicht im Kopf wohnt, sondern im Bauch. Und vielleicht, weil man an Orte wie diesen gehen muss, an denen die Schuld geboren wird. Es zeigt, was man kann machen. Und solche Plätze sagen, dass wir haben ein Monster drin. Ja, das stimmt. Trotzdem kommen so viele Touristen immer hier hin, ne? Ich meine, es kommen ja schon viele Touristen, die sich das immer angucken. Ja. Meinst du, die kriegen das in den Kopf, kriegen die es gepackt? Was? Also jedes Jahr kommt mehr. Jedes Jahr. Aber es ist eine... Leute kommen zu Krakau, ja. Haben eine... Sightseeing. Sie machen einen Besuch in Krakau, sie fahren nach Wieliczka. Oh, und wir können auch in Auschwitz fahren. Kommen hier, machen ein bisschen Fotos und gehen und fahren zurück. Und Angie und die anderen Restauratoren kämpfen in Auschwitz gegen den Verfall von all dem, was für das Grauen steht. Über die Hände in den Kopf und dann ins Herz ist der Rat von Angie. Das Herz muss zerreißen bei so einer Arbeit. Probieren. Das meine ganz erste Woche. Das ist das, ich und meine Frau, wir haben in Kommendatur geschlafen, da, gewohnt. Und das erste Nacht habe ich nicht geschlafen. Ja. Weil wenn man öffnet das Fenster und man sieht die Zaun, das alles, das... Kinderschuhe, Herrenschuhe, Damenschuhe.
80.000 Stück. Jeder einzelne muss mit Benzol eingerieben werden, damit sie nicht zerfallen. Jeder Schuh löste mir das Bild von einem Menschen aus. Frau im Abendkleid, Bauer auf Feld, Kind mit Ball. Es ist Sommer in Auschwitz. Niemals hätte ich mir das Lager so groß vorgestellt. Und überall, wo ich hinsehe, gerade Linien. Wenn die Touristen weg sind, patrouilliert der Sicherheitsdienst. Denn auf Auschwitz muss aufgepasst werden. Heute hat Michael Schicht. Es wird viel geklaut. Steine, Knochen, menschliche Asche. Manchmal verirren sich auch Betrunkene aufs Gelände. Ich versuche hier einfach meine Arbeit zu machen und nicht zu viel darüber nachzudenken, was hier passiert ist. Das ist besser so. Manchmal lese ich natürlich doch was über das Lager. Und dann kommen die Gedanken, wenn ich hier abends langfahre. Nachts lebt Auschwitz. Im Krematorium 2 wohnte mal eine Fuchsfamilie. Heute ist Auschwitz eine Gedenkstätte. Tak, a kto kodował? Popatrzysz, no bo okno mamy chyba otwarte. Dobra, Paweł, nie, to tylko z zewnątrz jest otwarte. Wewnątrz jest przymknięte, już nie ma problemu. Dobra. Dobra, dzięki. Dobra, przyjął. Auschwitz ist natürlich viel mehr. Dieser Ort verändert dich, sobald du ihn betrittst. Denn das hier ist kein Museum. Auschwitz ist ein Gefühl, gerade in der Nacht. Dieser Ort ist hier sehr wichtig. Er erinnert uns an das, was passiert ist. Und das Gleiche passiert ja immer noch. Guck doch mal nach Afrika, nach Ruanda. Das ist vielleicht nicht genau dasselbe, aber auch da sind Menschen gestorben und niemand hat sich dafür interessiert. Und genauso war es hier. Hier drinnen starben Menschen und es hat niemanden interessiert.
Warum kommen die Menschen heute nach Auschwitz? Vielleicht bin ich gar nicht allein mit meiner Suche. Vielleicht suchen ja auch die Besucher. Aber was? Die Schuld ist mit in diesem Raum. Was halten die Besucher auf ihren Bildern fest und was erzählen sie darüber zu Hause? This element was used in the in oven, not in oven, chimney, not chimney. In the burning Im Krematorium. Da für war, die Ofen. Ja, und da war diese die Asche, da war die auf dem auf diese wenn man öffnet hier, kann man die Asche rausholen, ja. Und Roman. If we work with this machine. Wir machen das hier mit Trockeneis. Da geht nur der Dreck ab und das alte Wachs. Der Rost, der muss dranbleiben. Ich zeig dir, wie das geht. I show you how it works and you can try. This is the resin, the rest. Ja. Das hier ist der alte Schmutz. Mach das auch noch weg. Auschwitz heißt auf Polnisch Oświęcim. Das Leben grenzt direkt ans Lager. Viele Menschen aus Oświęcim wollen das Auschwitz jenseits des Stacheldrahts endlich hinter sich lassen. Dabei lebt die Stadt auch vom Tourismus. Wie kann man das ertragen? Diesen Widerspruch. Jeden Tag Führungen, 20 Sprachen. Die meisten Besucher sind Polen. Die Deutschen kommen an fünfter Stelle. In den Archiven von Auschwitz lerne ich Anna kennen. Und wieder Schuhe.
und wieder Bilder im Kopf. Die Schuld klebt an den kleinen Dingen. 240 ist das Exemplar. Ah, Registration Number. Das ist dieses Computer, okay? Zwei. PMU. 11 3 1 3 6. Um das Erbe von Auschwitz zu erhalten, muss Anna archivieren, zählen, registrieren. Zwei verschiedene. Anna lebt für Auschwitz. Dzień dobry, Kinga. And you live here? Inside? Das ist easy. Oh. Das ist mein Haus. Das ist Ihr Haus? Sind diese Fenster? Fenster, 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 Fenster. Okay. Sie gucken direkt aufs Lager. Ja. Meine Familie. Mama, Papa und Schwester, diese Stadt, okay? Lebten hier. Perfekt. Thank you. Oh, nice. Wie lange lebst du jetzt schon in dieser Wohnung? How long? Od urodzenia, z Geburt. Seit deiner Geburt. Meine Familie ist Vater, ist Mutti, Schwester, Christina, Ilona. Das ganze Leben warst du hier. Ist das dein Papa? Alles. Oh, das ist diese Foto. Es ist Auschwitz. Das ist meine Schwester Christina. Das ist Christina? Mhm. Ja, das und ist sie ist geboren in Birkenau. Birkenau. Birkenau ist Brahma. Oh, ja, und ja, in dem Tor geboren. Mhm. In dem Tor von Birkenau geboren. Mhm. Christina, sie Geburtstag ist sie. In dem Turm ist sie geboren worden. Ein Jahr nach dem Krieg. Anna lebt ihr Leben mitten in Auschwitz, arbeitet hier, kocht hier, schläft hier. Freunde lädt sie zum Kaffee in die alte Kommandantur ein. Im Sommer müssen die Touristen bis 20 Uhr das Lager verlassen haben. Das steht auf dem Eingangsschild, auf Hebräisch, auf Polnisch und in Englisch, nicht auf Deutsch. Hier lebt die Vergangenheit, nur wenig weiter die Zukunft.
So jetzt so hier bei einer Hochzeit und so, die ist jetzt ja in dem Ort, der also auch mal Auschwitz hieß. Hm. Ist das hier noch so ein Thema so an den Tischen? Doch. Echt? Das ist sehr schwierig, mit denen zu reden hier. Was reden die denn dann so darüber noch? Du bist schuld. Ich? Ja. Aber ich bin ja nicht schuld. Ja, aber du bist schuld. Du bist Deutscher. Aber wenn ich hier rumlaufe, glauben die nicht, dass ich ein Nazi bin. Wenn ich hier auf der Hochzeit bin, glaubst du, die halten mich für Nazi? Kann sein, manche Leute schon. Ja, meinst du? Als wir hier getanzt haben, dass die dachten, dass wir Nazi sind? Echt? Die Deutschen sind schuld. Geht das mir ernst? Das reden die hier am Tisch, solche Sachen? Wirklich? Die sind eigentlich. Manche schon, mit mir schon. Der Junge läuft das am Arsch vorbei. Aber die Älteren schon. Und das ist dann die Gaskammer? Ja. And after the burning, they put here everywhere the ashes. So it is still here. Nachdem sie die Menschen verbrannt haben, haben sie die Asche hier überall hingeworfen. You can see it there. Die Asche ist hier überall. Du kannst das sehen, die dunklen Stellen. After burning, the rest of the human. After the crematorium. Die haben die Menschen hier ja in den Öfen verbrannt. A big parts of bones and other things. And häufig blieben ganze Knochen übrig. Jemand musste dann hier direkt neben dem Krematorium sitzen und die Knochen zerhacken. Damit niemand erkennt, dass das Knochen von Menschen sind. Sie haben es hier überall hingeworfen. And they keep it. Sie haben Löcher gegraben und die Knochen und die Menschenasche einfach reingekippt. Threw it into the holes everywhere here. Es ist reiner Zufall, wann und wo man geboren ist. Viele in Auschwitz sind so alt wie ich. Es gibt auch in Auschwitz Orte, wo Auschwitz keine Rolle spielt. Yeah.
Natürlich kann ich für all das hier nichts. Das sagt mir mein Kopf. Aber die Schuld wohnt ja woanders. Denn das Gefühl bleibt. Mein letzter Abend in Auschwitz. An diesem Abend besucht eine Reisegruppe orthodoxer Juden Auschwitz. Betreten werden sie den Ort nicht.